Let's look. Weiß ja nicht, dass der Hölle im Uckzisch abgehangen wird. Du viel. Da kann sie mir ernst. Wie lange braucht er für scheiß Shadern nur neu zu laden? Diese Sache hat mal nichts mal mit meinem PC zu tun. Oh, ist er fertig? Ja.
Auf geht's, Bodenkrieg. Ich hoffe, die lassen noch ein paar Ausrüstungen fallen. Verbündete Drohne online. Wir verlieren Delta. Feindliche Drohne im Einsatzgebiet. Wir kontrollieren Bravo. Zielobjekt Alpha wird gesichert. Feindliche Drohne aktiv. Eigenes Team hat mich verraten. Oh, für Scheiße. Shit, der Mitte Sniper da. Also. Wir haben die Führung verloren. Verbündete Drohne online. Zielobjekt Echo gesichert. Falls du noch Alpha, pass auf, wo du hinschießt. Verbündete Drohne im Einsatz. Zielobjekt Charlie wird gesichert. Mosquito online. Wir verlieren Echo.
Ich sehe es noch leuchten und ich laufe weiter. Also, Einsatz.
Zielobjekt Bravo wird gesichert. Feind sichert Charlie. Wir kontrollieren Bravo. Den Bodenkrieg finde ich jetzt nicht so viele Ausrüstungen, die ich zerstören kann. Es ist ideal, mit der Sniper hier zu spielen. Verbündete Drohne im Einsatz. Feind sichert Charlie. Verbündete Drohne online. Verbündeter Überwachungsheli im Anflug. Feind sichert Bravo. Verbündete Drohne im Einsatz. Feind hat Charlie eingenommen. Feind übernimmt Alpha. Verbündeter Präzisionsluftschlag im Anflug. Wir verlieren Alpha. Mist. Noch eine Minute. Verbündete Drohne im Einsatz. Was? Ich schieß ihn von der Seite an. Er konnte mich nicht treffen. Nö, er trifft mich. Und wieso habe ich wieder Paketverluste? Zielobjekt Charlie wird gesichert. Zielobjekt Echo wird gesichert. Feindliche Drohne im Einsatzgebiet. Es bleiben noch 30 Sekunden. Feindliche Drohne aktiv. Feindlicher Marschflugkörper im Anflug. Feind übernimmt Bravo. Noch 10 Sekunden.
spielen wir mal Suchen und Zerstören, ob wir da etwas mehr Glück haben mit Minen. Aber ich finde, man sieht die Minen sehr schlecht. Trotz des Perks. Ich wette, die Munitionskiste hat wieder nicht gezählt. Nee. Es ist wirklich nur... Was für eine Ingenieurweste. Sind die dumm? Beginne zunächst damit, die Ingenieurweste auszurüsten, die ihnen hilfreiche Ausrüstung zu erkennen. Da war noch einer. Mann, scheiß Teammate. Contamination. Das ist hier ein guter Match auswählen. Bei zielorientierten Spielen wie Hardpoint oder Ingen verteidigen die. Aber ich werde das dann testen. Herrschaft und Stellung. Wieso spiele ich das in Core? Ganz einfach. Damit ich etwas länger überlebe. Aber ich habe die richtige Weste an, um die Sachen zu erkennen. Normalerweise. Das müsste die Infanterieweste sein. Finde feindliche. Ah nein, das ist die hier. Die ist, finde feindliche Ausrüstung, Feldausrüstungen und Abschussserien durch Wände, die Zielvorrichtungen markieren sie ihre. Die Zielvorrichtung markiert sie für
dein Team. Sheriff. So, das müsste die hier dann sein. Dann versuchen wir es. Vielleicht geht's jetzt besser. Vielleicht. Ich möchte das Ding endlich fertig haben. Es nervt mich richtig. Herrschaft. Spetsnaz-Agenten. Die Zielobjekte sichern und halten. Doch, jetzt sehe ich sie. Feind sichert Bravo. Wir nehmen Charlie ein. Zielobjekt Bravo ist kompromittiert. Zurückerobert, Charlie gesichert. Wir verlieren Alpha. Noch mal das Gleiche. Mich trotzdem gesehen. Wir nehmen Alpha ein. Freund in der Nähe. Die Objekte besetzt. Wir müssen sie sichern. Wir verlieren Charlie. Nein. Wir nehmen Charlie ein. Magazinwechsel! Feind hat zwei Zielobjekte erobert. Diese Positionen sichern. Feind sichert Charlie. Wir nehmen Bravo ein. Ich hab mich selbst geblendet, ich bin so ein Idiot. Nächster Versuch. Wir nehmen Alpha ein.
Verbündete Moskito eingesetzt. Zielobjekt Charlie wird gesichert. Wir verlieren Alpha. Werf mal die Granate! Feind übernimmt Alpha. Der Feind hat zwei Zielobjekte besetzt. Charlie gesichert. Zielobjekt Alpha ist kompliziert. Der Feind hat zwei Zielobjekte erobert. Diese Positionen sichern. Wir nehmen Charlie ein. Immer kurz vorm Einnehmen. Bravo wird gesichert. Feind übernimmt Alpha. Wir werden schwer getroffen. Wir verlieren Alpha. Zielobjekt Alpha ist kompromittiert. Zurückerobern. Sehe unsere Zielobjekte besiegt. Granate! Gescheitert. Zurück zur Basis.
Oha, oha, es fehlen mir nur noch 12. Es hat schon seine Wirkung gehabt. Ich will die Scheiße einfach hinter mir haben. Und dann ist gut. Und wieso nimmt mein fucking Streamlab die Hälfte meines Bildschirms ein? Sowieso das später richtig planen mit den mehreren Bildschirmen. 27 Zoll ist wirklich gut, 32 finde ich wird schon etwas zu groß. Halber ist wieder. Online. Bestätige nächste Stellung. Bereithalten. Stellung kompromittiert. Den Bereich sicher. Zielgebiet aktualisiert. Bestätige nächste Stellung. Bereithalten. Konterdrohne kehrt zur Basis zurück. Feindliche Drohne im Einsatzgebiet. Zielgebiet aktualisiert. Zur Stellung begeben.
brechen. Auf halber Strecke zum Missionsabflug. Weiter. Die Stellung wird verleckt. Der Feind hat einen Marschflugkörper gestartet. Ja, natürlich, scheiß Franzose. Der kleine Camper. Hinter dir! Na, Franzose? Der ging nicht so schnell wie erwartet. Nein! Es wohl hinterlaufen. Kleiner Camper. Stellung wurde verlegt. Ziel gebiet sichern. Innerhalb des Perimeters.
da hatte er Glück. Der kleine Franzose. Weißen geht's. Ja moin, wie geht's? Ja moin, geht sehr so gut. Und wie läuft denn nun? Jo, gut. Ich will Zombie spielen die ganze Zeit. Und? Kann's voran? Ich hab ein paar Aufgaben erledigt. Jetzt bin ich bei einer Aufgabe, da wo ich überhaupt nicht weiterkomme. Ich muss einen Konvoi ausschalten. Keine Ahnung. Vielleicht kennst du dich damit aus. Null. Ein Zombie war schon noch immer null. Ich auch. Hast du vielleicht Bock, mit mir Zombies zu spielen? Ja, ich gehe sowieso gleich schlafen. Ich mache noch ein paar normale Matches hier für meine Waffentarnungen und dann gehe ich pennen. Voran. Ja, ich hab die erste MP gleich fertig. Spaß. Dann musst du dich immer blenden, die dann töten. Ja, ich bin jetzt bei der vorletzten For Gold. Also quasi. Ja, gell, du bist dazu nicht verpflichtet, den Raketenwerfer auf Gold zu machen. Denn es gibt ja diesen MG, den neuen MG, der wurde extra reingemacht, damit man die Interstellar-Tarnung bekommt. Dass man noch einen MG dazu macht. Dann jo, hast gut. Du trotzdem eine 600. Die, den Raketenlauncher habe ich so gut wie fertig, da fehlt nicht mehr viel. Was muss ich überhaupt hier noch machen? Ach, ich habe 15 Abschüsse mit der Taktikausrüstung mit Blenden, das ist einfach. Ja, aber da brauchst du Dinge, die Infanterie weißt. Ja. Mit Verblendgranaten. Oder Betäubungsgranaten. Mach's mit Betäubungsgranaten. Ja, ja, ich mach's mit Betäubung. Mensch, ich blende mich so oft selbst mit der Scheiße.
dann sterbe ich, weil das Auto explodiert. Was soll das denn? Was campen die denn hier alle? Ja, come on, Junge. Der Feind hat zwei Zielobjekte besetzt. Wir müssen sie sichern. Drohne aktiv. Verbündete Maschinen eingesetzt. Betäubungsgranate gebaut. Also das will ich dir auch bringen, auf was wir sehen. Weil so wird das nicht. Feindkontakt! Feind in Sicht! Feindlicher Präzisionsluftschlag. Deckung. Was klaust du mir denn Geld, du Stück Scheiße?
Verbündete Drohne online. Feind übernimmt Bravo. Natürlich, Moskito. Magazinwechsel. Also ob. Der Feind hat zwei Zielobjekte besetzt. Zielobjekt Bravo gesichert. Zielobjekt Alpha wird gesichert. Verbündete Moskito aktiv. Feindliche Drohne im Einsatzgebiet. Wir werden schwer getroffen. Kommt kein Schuss raus. So wie du mich, kann das ja noch nicht machen. Ich hab noch nicht Level 29. Noch 11. Zielobjekt Charlie wird gesichert. Zielobjekt Charlie gesichert. Feind übernimmt Bravo. Feind übernimmt Bravo. Zielobjekt Bravo.
Feind hat zwei Zielobjekte besetzt. Wir müssen sie sichern. Zielobjekt Bravo wird gesichert. Verbündete Vorräte sind unterwegs. Alpha wird gesichert. Alpha gesichert. Feind übernimmt Alpha. Wir kontrollieren zwei Zielobjekte. Zielobjekt Alpha ist kompromittiert. Zurückerobern. Du Idiot. Wir haben das halbe Feld verloren. Drohne online. Und damit Raketenwerfer übertreib. Natürlich, ich laufe da, wo der... Feindliche Drohne im Einsatzgebiet. Feindlicher Charlie. Feindliche Drohne
Was? Der kommt mit dem Messer da rumgelaufen. Wir verlieren Alpha. Feind übernimmt Alpha. Objekt Alpha ist kompromittiert. Zurückerobern. Feindliche Drohne im Einsatzgebiet. Ja, da hast du nichts Besseres zu tun, wie mit einem Raketenwerfer hier rumzulaufen. Hi, hallo. Wie geht's dir? Gut, ich hatte gar keine Mine in der Runde. Oh je, Favela.
alle Zielobjekte einnehmen. Unsere Feinde ausschalten. Wir nehmen Charlie ein. Kommt der nächste da um die Ecke. Feind übernimmt Bravo. Zielobjekt Charlie wird gesichert. Feind sichert Bravo. Wir nehmen Charlie ein. Wir besetzen zurzeit alle Zielobjekte. Feind übernimmt Bravo. Wir haben Bravo verloren. Alpha wird gesichert. Zielobjekt Bravo wird gesichert. Feindliche Drohne im Einsatzgebiet. Der Feind hat zwei Zielobjekte besetzt. Wir müssen sie sichern. Wir nehmen... Mist, wie konnte er mich sehen? Scheiße, gar nicht reagiert, dass der Gegner vor mir war. Wir nehmen Alpha ein. Zielobjekt Alpha wird gesichert. Als ob, dann krieg ich ihn nicht. Ich hätte nicht geblendet. Schwäch, gebombt.
hinter mir hinterher. Okay, das war dumm. Wir nehmen Bravo ein. Feind übernimmt Alpha. Wir setzen zurzeit alle Zielobjekte. So muss es bleiben. Wir haben Alpha verloren. Feind übernimmt Bravo. Was? Ich bin so dämlich, ich blend mich jedes Mal selbst. Ich bin zu dumm, um Blendgranaten zu schmeißen. Erwischt. Wir verlieren Charlie. Der Feind hat Charlie eingenommen. Zielobjekt Alpha wird gesichert. Wir nehmen Alpha ein. Wir nehmen Charlie ein. Wir kontrollieren Alpha. Feind übernimmt Bravo. Mist. War mir klar, dass da jeder kommt. Feind sichert Charlie. Zielobjekt Alpha wird gesichert. Wir kontrollieren zwei Zielobjekte. Feind übernimmt Bravo. Nee, wieso krieg ich nicht angeaimt? Magazinwechsel! Natürlich krieg ich ihn nicht getötet. Wir nehmen Bravo ein. Wir verlieren Charlie. Zielobjekt Bravo wird gesichert. Wir nehmen Alpha ein. Der Feind kontrolliert alles. Sofort zurückerobern. Alpha gesichert. Wir nehmen Bravo ein. Mist, dann krieg ich sie nicht. Komm stark. Charlie ein.
Oh je, yeah, noch 16 Sachen aus der Waffenkammer, dann habe ich alles durch. Ich wäre froh, wenn ich noch eins oder zwei Sachen treffen würde. Immerhin 4 Kills hätte ich schon. Vielleicht kann ich die nächste MP schon vorbereiten. Langsam aber sicher kommen wir der Interstellar näher. Gebt ihr Rückendeckung. Zielgebiet lokalisiert. Die Stellung sichern. Nein, wieso gönnst du mir nicht den Kill? Eine Stellung. Die Stellung wird verlegt. Bereit halten. Hinter dir. Hab mal das gekriegt. Das hätte böse aussehen können. Feindliche Drohne aktiv. Die Stellung wurde verlegt. Zielgebiet sichern. Feinde innerhalb des Perimeters.
Nein, wie, der war im Haus. Innerhalb des Perimeters. Bestätige nächste Stellung. Bereithalten. Gut, er stirbt nicht. So viel Glück hat er es überlebt. Stellung wurde verlegt. Zielgebiet sicher. Feindliche Drohne aktiv. Also. Zielgebiet aktualisiert. Der Feind lässt seine Konterdrohne ein. Die Hälfte der Missionszeit ist vorbei. Haltet die Führung.
Blockiert die Rückendeckung. Gebt die Rückendeckung. Ja, dann höre ich auf und morgen muss ich wieder arbeiten. Keine Lust. Was? Hm. Aber er ist am Freitag wieder frei. Aber dann geht's wieder zum Zahnarzt. Ich muss morgen. Ich hab jetzt schon keine Lust, wenn ich dran denke. Ja, das kannst du laut sagen. Ja, cool, ich hab die Medaille mit den Vollstrecker, mit Vollstrecker-Kills. Oh. Na, du musst. Und du musst mal gar nicht so viel machen, du musst nur 10 Stück in. Eine 10-mal eine Vollstreckung machen. Wenn ich bedenke, früher waren die Missionen für die Visitenkarte noch mal schwieriger. Ich weiß noch, früher gab es diese geheime Operationsvisitenkarten. Da waren solche unmöglichen Sachen drin. Bei Black Ops war eine, mach ein Wall One im Sprung ein Collateral mit der Sniper. Natürlich. Das war also überkranker Zeug, wo wirklich nur auf Zufall basierte, wenn du es hinbekamst.
Ich weiß doch, bei MW2 gab es ein Emblem, das wollte ich unbedingt haben. Und es war so scheiße. Du musstest deinem Teammate eine Semtex auf den Rücken kleben und der musste in einen Gegner reinrennen. Das war so scheiße. Oder Abprall-Kills, da musstest du wie ein Tomahawk schießen und der musste dreimal abprallen, bevor er den Gegner tötet. So, dann machen wir mal Stream aus. Oh, trotzdem fast 2 Stunden.